Dann. Wo war Genau, nochmal rechts siehst du das? jetzt dann. Achso, ich kann noch gar nicht kämpfen. Das Rote ist die Nacht übrigens. Von dieser Anzeige. Ach, da brauche ich aber mehr. Also das Rote. Ah, Nee, okay, das Rote gegenüber. von dieser Zeitanzeige, genau. Ja, Und genau. das heißt ja auch, wie viele Tage hier verstrichen sind. So, aber ich kann jetzt in das Rote kann ich noch nicht rein. Genau. Das ist doch diese vier Ketten, die die Bosse halten. Zum Beispiel. Da brauche ich Und da auch siehst du mehr. immer, wie viele Anhänger du benötigst. Hier wurde göttliches Blut verschüttet. Hier wollte der Tod nicht länger warten. Aha. Also das heißt, ich muss wieder in das Gleiche rein, oder was? Ah. Das musst du noch dreimal machen, bis du zum Boss kommst. Also Oder du ja. könntest Anhänger sammeln und dann die anderen Gebiete erforschen. Das geht natürlich auch. Und hier kriege ich eine Klinge des. Klinge des Verräters. Also ich kriege Gibt auch es immer verschiedene andere Waffen? Waffen. Genau. Klinge des Verräters ist recht schnell, aber macht weniger Schaden. Es gibt eine Axt, die macht viel Schaden, ist aber langsamer. Und es gibt ein Schwert, das ist moderat. So in der Mitte. Es Das gibt noch Clownhandschuhe kann ich mir aber nicht und so weiter. aussuchen, sondern es wird mir immer gegeben. Genau, das ist immer random. Mein Gott. So. kann ich nicht mehr lesen. Wären die Gegner auch stärker dann? Ja, ne? Ich glaube nur so, weil du den Gebietsboss besiegt hast. Minibosse zählen, glaube ich, noch nicht dazu. Jetzt sind die noch relativ easy. Ja, ist ja sowieso einfach. Genau. Surprise! Aber ich fand die Axt aber besser. Ja, die ist auch meine Lieblingswaffe in dem Spiel Ja. bisher. Also, Ich glaube, die nicht im Axt und Herz. die Fähigkeit, Giftschaden auszuteilen, ist, glaube ich, die beste Kombi bisher, wie ich gefunden habe. So, jetzt Geh kann ich mal. rechts oder Genau. links. Kannst du mir auch suchen, wo du hin willst. Gehen wir mal rechts. Hallo. Du greifst auch immer in die Richtung an, in die du schaust. Oder in die du läufst. Ging doch jetzt ganz gut. Ich drücke ja einfach immer nur alle Tasten, weißt du. Ja, mache ich auch immer. So, jetzt kann Hat ich sich bisher hier. immer bewährt. Ich Genau, könnte du auch kannst wieder nochmal zurückgehen. zurück. Das hat eigentlich, also bisher, was mir aufgefallen ist, das hat immer nur eine Abzweigung. Oder ein Raum, den es weitergeht. Das heißt, wenn du jetzt nach links gehst, dann müsste ein Upgrade-Ding sein. Genau. Ah, okay. Hallo. So, erhalte ein zusätzliches halbes Herz. Und Schild des Glaubens. Schild des Glaubens ist, glaube ich, immer noch solide. 10% keinen Schaden zu erleiden, wenn du angerührt. Ja, gut. Nehmen wir. Ja, Also, danke. wenn du die Map anschaust, es gibt immer so einen Hauptweg quasi und die angrenzenden Räume, die dann dran sind, Wo sehe ich denn die Map? das sind rechts oben neben der Zeit. Ach so, okay. Ich dachte, ich könnte das größer machen. Ich glaube nicht, nee. Kannst du mal das Touchpad probieren? Ja, da mache ich aber nur dies hier. Ah ja, nee, dann nicht. Genau, das sind so Quests und so weiter. Deine Kultmitglieder können dir auch Quests aufgeben. Das heißt, entweder du magst die Quest oder du verlierst minus 35 Glauben. Also du machst lieber die Quest. Sag ich so. Ich Und glaube, ich die habe. allererste Quest, die du machen musst für die ist, Bringer zu einem Clanmitglied Gras fressen zu lassen oder so. Oh, hallo. Ich bin froh, dich gefunden zu haben. Ich habe gute Nachrichten. Jener, der wartet.
ist zufrieden mit deinem Fortschritt und wünscht dir eine Kronenfähigkeit zu gewähren. Aha. Genau, das sind jetzt quasi deine magischen Angriffe. Es gibt physische Angriffe, die machst du mit dem Schwert. Es gibt magische Angriffe. Da hast du aber nur Eifer. Links oben das Rote. Das Gebiet weiter. Jetzt kannst du nur noch zweimal diese Attacke machen. Ah. Aber Gegner lassen Eifer fallen. Aber ich habe mein Schwert nicht mehr, oder was? Ja, du musst jetzt halt erstmal. Das ist ja das Tutorial noch. Ach so, ich muss jetzt quasi zielen. Genau. Zack. Jetzt sammeln wir mal die roten Punkte auf. Zu spät. Musst du ein bisschen schneller sein. Los. Genau. Das füllt deinen Eifer wieder auf. Und dann kannst du neue magische Angriffe machen. Ah, okay. Es gibt auch zig unterschiedliche magische Angriffe, also. Ja. Mhm. Wird auf jeden Fall nicht langweilig dann. Ja. Getötete Gegner hinterlassen jetzt Eifer. Sammeln ihn ein, um deine Flüche aufzufüllen. Ja. Haben wir ja gerade schon gehört. Okay, jetzt kann ich quasi beides machen. Ja. Solltest aber aufpassen, weil die magischen Angriffe sind halt. Endlich. Mhm. Aber mehr als voll geht nicht. Genau, du kannst dann später im Tempel upgraden, dass du mehr einsetzen kannst. Also 4 oder 5, glaube ich. Mhm. Es gibt noch Upgrade-Karten, dass die weniger Eifer kosten. Ziegelboden. Sehr schön. Genau. Das hier findest du auch lauter Blueprints, die du dann in deiner Basis einbauen kannst. Ah, okay, also kann ich jetzt Pfade herstellen unter Dekoration. Genau. Ja. Schön. So, Punkte kann ich leider nicht einsammeln. Naja. So. Holz, Stein oder Anhänger. Wenn du den Anhänger nimmst, dann musst du nicht gegen die Typen kämpfen im zweiten Gebiet. Oder willst du noch ein bisschen kämpfen? Nee, ich brauche ja sowieso mehr Anhänger. Die müssen ja schuften. Die Frieda Louise, die ist ja total faul. Ja. Der Wurm ist hungrig. Er frisst. Er ernährt sich von unserem Fleisch. Aber das ist der Preis der Sicherheit. Dafür geben wir ihm gerne alles, was wir haben. Halt! Der Rechtssitzer zum Beispiel, der über dir, der kann magische Geschosse und Rollen. Also, ne? Mhm. Also diese Pfeile von dem kannst du auch zurückschmeißen, wenn du ihn triffst. Man kann ihn aber auch so töten. So. Erstmal alles wieder niedermähen. Ich weiß, Zeit und so. Jojo. Hau mal den Hafen. Okay, ich wollte bloß mal wissen, ob das funktioniert. Kannst ihn noch decken. Ja, wir haben Bugs Bunny. Ja gut, da haben wir ja schon einen Namen. Sehr schön. So, aber gegen Boss muss ich trotzdem noch. Genau, Miniboss. Hm. Das sind Statuen von deinem Hauptboss quasi. Und da kannst du ihm Hingabe stehlen. Ah. Wenn du den Hauptboss später getötet hast und du zerstörst die Statue, dann erscheint dein Portal, das dich zu ihm bringt. Falls du wieder gegen ihn kämpfen willst. Geht jetzt natürlich noch nicht, weil du ihn noch nicht besiegt hast. Ach so. Wieso nicht? Lebensenergie opfern. Oh, das hatte ich auch noch nicht. Probier's mal. Ich möchte keine Lebensenergie opfern.
Ein einzelnes rotes Herz wurde geopfert. Oh. Und dafür kriege ich mehr Kraft, oder was? Der Waffenschaden wurde erhöht. Cool. Ah. Ja. Das war kein permanentes Herz, sondern bloß das eine rote. Also das findest du wieder. Im Run. Da kannst du neue Waffen kaufen. Die Axt. Die Axt ist gut. Ja, ja, ja. Erstmal machen wir den... Tritt vor, Bestie, aus dem wirbelnden Nebel des Chaos, die uns umgeben. Lass dich vollständig betrachten. Du trägst die Last zeitloser Jahrhunderte auf so viel, so zierlichen Schultern. Was zierlich? Ich hab voll die Stahlschultern. Guck mich mal an. Mäh. Und doch, was ist das? Es scheint, als würde dein Aussehen trügen. Ich trage einen Dämon in mir. Eine Waffe ist wertlos ohne die Hand, ja, die sie führt, um Gegner zu töten, um die Ehre zu verteidigen, um Ketten zu brechen. Lass deine Krone die Form eines dieser eisernen Werkstücke annehmen, die im ewigen Feuer geschmiedet wurden. Mögest du sie mit Geschick führen, verheißener Befreier. du siehst jetzt halt neben dem Namen quasi von der Klinge eine 2. Die Waffen haben auch Stufen. Und ja. Höhere Stufe ist natürlich besser. Flammenschuss. Ja, ich würde dieses Beil nehmen wieder, ne? Genau. Kannst du machen. Klinge des. Genau. Ja, die habe ich ja jetzt abgelegt. Oh, wiederverwerten? Man kann Waffen wiederverwerten? Das wusste ich gar nicht. Oh. Cool. Ja, kannst mal sehen. Ich lerne immer noch was dazu. Ja, ne? Gut, dass wir das Tutorial nochmal machen. Ich glaube, ich habe die Klinge immer wieder zurückgelassen, wenn ich was gekauft habe. So, tschüss. Was war das denn? Leben verloren. Achso. Du willst also törichterweise stur bleiben, kleines Lamm? Ich höre deine Lügen und ich rieche deine Furcht. Die rote Krone erhebt sich erneut, aber was für einen unwürdigen Träger hat sie. Was? Ich bin sehr würdig. Ja, die sind nicht sehr nett. So, jetzt darfst du ein bisschen kämpfen. Du nervst mich so ein bisschen. Aua! Lebt der war von hinten. Das war gemein. Das war gemein. Lass ihn angreifen und dann geh auf ihn zu und schlage ihn. Weil den Fehler habe ich auch gemacht, dass ich immer angegriffen habe. Die musst du noch ein bisschen üben. Oder Magie finden. Aua. Noch ein Leben verloren. Du hast nur noch 2 Herzen. So. Geht's halt. Geht doch. Du hast dein halbes Leben verloren. Vor Äonen wimmelte es in diesen Ländern von Göttern und ihren Anhängern. Was geschah mit diesen Phantäonen? Ach, es liegt in der Natur der Tiere zu vergessen, in jener der Götter vergessen zu werden. Vielleicht gingen sie fort, vielleicht schliefen sie ein. Vielleicht verschlangen sie... Vielleicht verschlangen sie und wurden selbst verschlungen. Die wenigen Verbliebenen schlugen Wurzeln, spannten Netze und formten diese Welt für sich und die Ehren. Ich glaube, die haben da alle was geraucht. Gäbe ein Land und vielen Göttern.
Jahrhunderten. Jetzt. Hm. Ui. Genau, das sind Geburtssteine, damit kannst du die Doktrin quasi beginnen oder in deinem Kult etablieren. Okay. Kannst du alle aufheben. Ach so, ich dachte, ich müsste mich entscheiden. Nö. Sehr Das ist schön. eine Doktrine. Gebotstein. Du hast genug Fragmente gefunden, um einen Gebotstein zusammenzusetzen. Geburtsstein. Gebotsteine werden verwendet, um neue Doktrinen zu verkünden, die dein Kult befolgen muss. Verwende den Altar deines Tempels, um eine neue Doktrine zu verkünden, sobald du einen neuen Gebotstein zusammengesetzt hast. Aha. Ich glaube, die Zeit hier wird kritisch, wenn du so lange unterwegs bist, dass deine Anhänger ja da machen, was sie wollen. Ja. Und dann scheißen die wahrscheinlich überall hin, werden krank und du merkst es nicht, weil du ja unterwegs Das bist. auf jeden Fall, ja. Ja. Du bist jetzt schon 2 Tage unterwegs. Ja, mein Tag 1 Gott. haben wir gestartet. Ich habe halt kleine Füßchen. Alles gut. Oh. Mach das in deiner Zeit. Es ist alles gut. Der Boss. Aua. Du hast Schaden bekommen. Ja. Hast doch 2 Leben. Anderthalb. Ach, die Ein kann ich Leben. nicht zurückwerfen. Nein. Das war bloß von diesem einen Magier da. Bogenschützen, meine ich. Du hast noch ein halbes Leben. Okay, so langsam wird's knapp. Oh. Märtyrer geworden. Du wirst wieder Tja. auferstehen. Ja, nun. Genau, wenn du stirbst, dann verlierst du 15% der eingesammelten in diesem Run gemachten Ressourcen. Ah, fürchte dich nicht, wenn du bist mein auserwähltes Gefäß und der Tod kann dich nicht aufhalten. Ich werde es nicht zulassen, denn du bist mir noch von Nutzen. Nimm, was du gesammelt hast, baue den Kult auf und stärke ihn. So gewinnt man Macht. Mache unverdrossen weiter. Jedes Mal, wenn du fällst, erhebst du dich stärker als zuvor. Genau. Also, je öfter ich sterbe, desto stärker werde ich. Das habe ich davon mitgenommen. Nicht so ganz, aber ja. Kann Die man denken natürlich so jetzt, ich bin interpretieren. schwach. So, komm, ich predige mal. Wird das jetzt zurückgesetzt oder Was? ja, also die Zeit wird jetzt nicht zurückgesetzt, oder? Nö, die Zeit Okay. bleibt. Machen wir mal hier. Ta-da-da. Seht, ich bin nicht schwach. Ritual. Tanz um die Flamme und um den Glauben des Kults zu erhöhen. Düngersilo. Ja. Aha, Genau, das sind Rituale, die kannst du performen. Damit bekommst du Glauben. okay. Entfache die Feuer und lass uns bis tief in die Nacht tanzen. Ja, guck mal, da freuen sie sich alle. Es gibt natürlich auch Rituale, bei denen du zum Beispiel deine Member opferst. Oh nee, ich habe ja gar nicht so viele. Wahrscheinlich hast du Ja, immer kann alle sein. geopfert. Nee, nee, nee. Genau. Also, kann ich nur einmal, ja. So, sehr schön. Indem du Predigten hältst, Rituale vollziehst und dich um die Bedürfnisse deiner Anhänger kümmerst, stärkst du ihren Glauben, das wissen wir auch schon. Du benötigst die Knochen deiner Gegner, um ein solches Ritual durchzuführen, das wissen wir noch nicht. Zerstöre ihre Skelette, um ihre Knochen zu sammeln. Begib dich erneut in die Länder des alten Blablabla. So, gut. Jetzt können wir die Knochen auch wirklich gebrauchen. Genau. Da warte ich ja schon lange drauf. Ich mache die ja schon immer alle kaputt.
Du könntest das Ritual mal. Der hat eine Aufgabe für dich. Ach. Hallo. Möchtest du Hans-Peter sprechen? Großer Anführer, der Kult wächst mit jedem Tag. Es wird Zeit, ihm einen Namen zu geben. Wie soll's heißen?